Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Nach fünf Bitte Minuten. Sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm. Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Oh nein. Das reicht mir. Aber da unten ist... Es sieht alles gruselig aus, ey. Schurke ist jetzt happy. Ja, ich freue mich total, dass ihr Bock habt auf das Spiel mit mir. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss, ja. Mit den kleinen Gärten und so weiter. Oh, sieh nur. Das war nicht so die arme Gegend davor. Ach, guck mal, eine Pflanze. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Dankeschön, Jet. Da. Pfeilkraut. Diese koloniebildende Wasserpflanze, das ist zu schnell. Diese koloniebildende Wasserpflanze mit winzigen weißen Blüten ist oft in flachen Seen und Burggräben zu finden. Ihr Gattungsname Sagitta bedeutet auf Lateinisch Pfeil und leitet sich von der Form ihrer Blätter ab. Sie ist auch als Entenkartoffel bekannt, da sie Knollen produziert, die gedünstet zubereitet werden. Ihr wird nachgesagt, dass sie große Mengen an Schwermetallen wie Kupfer oder Blei absorbiert. Zwei der sieben reinen Metalle der Alchemie. Ach, und da haben wir die anderen Pflanzen quasi, die wir schon kennen sollten. Also Gänseblümchen, Nelken, Akelei, Gladiole, Weißdorn, Johanniskraut, Steinbrech, schwarzer Nachtschatten, Narzisse, Fingerkraut, Rhododendron, ist übrigens die Lieblingsblume von Kalle, Lavendel und Schneerose. Hallo Kelly! Rhododendron gibt es in ganz, ganz großer... oder anders gesagt, in Bremen gibt es einen wunderschönen Park, der ganz viele Rhododendren hat und es sieht wunderschön aus. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Alter, wie zerfallen das alles ist, ne? So, wir haben noch mehr Materialien. Aber das ist, abseits davon, ist das hier eine Sackgasse. Das heißt, das war nur zum Sachen plündern. Er heißt sogar Rhododendron Park, das wusste ich gar nicht. Dass wir jetzt hier schon wieder Alkohol und Schwefel bekommen haben, halte ich für nicht so gut. Okay, wir haben hier so etwas, wo wir durchkommen. Haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Truhe. Die sollten wir auch noch mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. Und noch mehr Alkohol. Das sieht mir nach einem sehr langen Besäufnis aus, das wir hier planen. Ein sehr langes, erfolgreiches Besäufnis. Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort. Ressourcen in Fülle bedeuten oftmals ein Bossfight. Wenn er noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Ja. Da sind jetzt safe Leute, oder? Wir haben hier auch wieder Feuer. Und Orte, an denen wir uns verstecken können. Und Ackerland. Also, wir warten, bis Arnaud kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arnaud. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung.
Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Bewegt. Stell dich nicht so an. Ich müsste den doch eigentlich. Hier ist jemand! Alles ah! Ein Geräusch? Was ist das? Hm? Scheiße! Lauf! Ach Gott, da sind ja mehr als nur eine Person. Okay. Okay, wir haben jetzt Ratten. Okay, das ist nicht so gut. Das ist jetzt alles nicht mehr so gut. Das ist alles nicht so gut gelaufen. Wir wurden entdeckt. Halleluja. Okay. Okay. Wir müssen sehr viel ruhiger vor uns gehen. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, okay. Das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Okay. Wir müssen Magister Vaudor da raus. Also es wird Nacht und die Ratten kommen. Und damit müssen wir rechnen. Und es wird unangenehm. Und wir müssen... Pia kollaboriert mit den Pestratten auf jeden Fall. Und wir müssen hier ein bisschen entspannter vor uns gehen. Wir stellen hier erstmal ein bisschen Feuer her. Bewegt sich der Dude? Lasst uns den anderen Weg. Also es ist zwar schön, dass wir hier ein Fenster haben, aber nicht jedes Fenster muss genutzt werden. Lasst uns lieber ein bisschen langsamer und kontrollierter vorgehen. Wir haben ja keinen Stress. Hier drinnen ist auf jeden Fall wer im Haus. Darauf müssen wir achten. Da rechts können wir wahrscheinlich weiter. Kommen wir durch dieses weiter. Haus weiter, Wie ist die Frage. Groß auf dem Spiel. Wir kommen hier halt wahrscheinlich nicht hoch. Und da drüben habe ich auch kein Fenster gesehen. Der ist jetzt wieder reingegangen. Der kommt jetzt wieder raus, aber der geht jetzt darüber. Der sitzt da drüben. Der ist da drüben. Wohin geht denn der Arsch? Ich meine, die Sache ist, den einen kriegen wir ja auch ausgeschalten im Zweifelfall. Das Problem ist nur, wenn wir den einen ausschalten und dabei auch nur eine Spur zu laut sind, haben wir halt ein ganz anderes Problem. Bleibt der drinnen? Der bleibt drinnen. Und der bleibt hier offensichtlich auch drin. Okay. Das hat auch nicht geholfen, da wieder reinzugehen. Und sie stürmen ihn bald. Okay, Lukas, aber wir haben zumindest das jetzt als neuen Dingspunkt gefunden. Wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer Über kommt. Den oberen Los. Punkt. Ich glaube wirklich, wenn ich den einen hier drin ausschalte, dann, ich darf halt nicht so viel Angst haben. Ich krieg den ja easy getötet, ohne dass es die anderen mitbekommen.
Ich muss nur einmal hinter ihnen kommen. Ich muss ihn noch nie mal mit der Schleuder töten. Ich muss ja eigentlich nur den hier machen. Dann schleiche ich mich von hinten an ihn ran. Und... dann ist er weg. Keine Zeit zu verschwenden. Easy. Das hat doch funktioniert. Scheiße. Lauf! Ratten, sie kommen! Jawohl. Aus. Sie sind uns gefolgt. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen fliehen. Arno wird einen Plan haben. So wird er es nie herrschaffen. So. Und uns jetzt daran vorbei bewegen. Scheiße. Wenn die Leiche finden, haben wir halt ein Problem, ne? Sobald die Leiche finden, haben wir ein massives Problem. Nein. Was nein? Hören die jetzt auf uns zu folgen? Oh mein Gott! Nein! Sie haben uns erwischt! Haltet die Eindringlinge hier auf! Schnell! Oh mein Gott! Okay, wenn sie die Leiche finden, haben wir ein Problem. Das heißt, wir haben doch nicht so viel Zeit, wie ich gedacht habe. Oh, ich dachte, wir hätten viel mehr Zeit. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Wir haben nicht so viel Zeit, wie ich dachte. Wir müssen rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Oh mein Gott! Okay, wir gehen wieder hier hin. Dann haben wir jetzt diese Ratten-Situation. Wie komme ich an denen vorbei, ohne dass es alle mitbekommen? Das sind halt... Sie brechen aus. Sie sind uns gefolgt. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen fliehen. Was zum Teufel? Oh nein. Ja, ich komme auch da nicht durch. Ich muss halt irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich die wegbekomme. Also wie bekomme ich die? Ich verstehe es nicht. Also es ist wahrscheinlich was ganz was Logisches und ich verstehe es einfach nicht. Also. Zünde sie an. Ja, ich kann das Licht ja noch gar nicht ausmachen. Leiche verstecken kannst du nicht, nein. Es sind auch zu viele. Um die alle zu töten. Also. Aus dem Weg! Los, hinten, Scheiße! Mann am Boden! So, und die Frage ist halt jetzt: Geht das? Kann ich den anzünden? Oh mein Gott! Aber der ist nicht tot davon, ne? Wir wurden entdeckt. Ach, Ratten. Okay, dann sind wir diesmal an Ratten gestorben. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir sie töten können. Das Problem ist halt, dass wir da hinten eine Leiche verursacht haben. Oder ist die Leiche jetzt weg, weil wir 30.000 Anläufe gebraucht haben? Ich glaube nicht. Die Leiche müsste trotzdem da sein. Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Sie haben Angst vor Licht! Findet Licht! Sie brechen aus! Sie sind uns gefolgt! Nein, wir haben keine Zeit! Wir können nicht hier bleiben! Wir müssen fliehen! Arno wird einen Plan haben! So wird er es nie herrschaffen! Wie
Diesmal waren wir hier schnell genug. Wo denn? Uns erwischt. Da! Das hat nicht getroffen. Kacken. Da war noch ein Dude. Wir sterben uns langsam voran. Dass er nicht, dass er hier den Fokus verloren hat, ist super bitter. Also, dass wir hier den Fokus verloren haben, ist echt super, super bitter. Ja, bis jetzt haben wir ja noch. Okay, das heißt, das ist, da haben wir jetzt ein Messer, das fehlt. Aber jetzt ist erstmal Ruhe. Okay. Jetzt ist erstmal Ruhe. Dann ist doch alles fein. Ein paar Leute getötet, ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da. Boah, das war so knapp. Okay. Das war knapp. We did it. Ich hätte das ein bisschen entspannter machen können. Gut gemacht. Was hast du? Wir haben Menschen getötet. Odor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig. So friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist. Dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Mhm. Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Davon gehst du aus. Was machst du, wenn nicht? Gut. Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bring mir diesen Magister Vaudan zu Hugo. Sehr süß. Vielen lieben Dank für die 100 Subs. Und Hallöchen an alle. Willkommen. Ganz viel Spaß mit den Subs. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß hier weiterhin. Und hoffe, ihr genießt die Mods und den Stream. Vielen, vielen lieben Dank für den super krassen Support. Und ja, ich fresse Lebkuchen. Die Lebkuchenzeit ist offiziell eröffnet. Dankeschön, eine Dankeschön. Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Ich liebe solche Rätsel. Als letztes
nächstes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen... Wir sind am letzten. Fertig. Upsi. Wir müssen hier anfangen. Oh, Magnetar, das ist scheiße. Jupiter, passt. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Mars sollte ein Kreis Mars, mit einem Durchbeißen. Das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Jawohl. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Das müsste wen. Das sind alle, glaube ich. Ja. Ja. Oh, sieh nur! In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Gleich werden wir rausgeworfen, weil wir als Frau an einem heiligen Ort sind und den damit beschmutzen. Magister Vaudin, ich bin Amicia de Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Die wollen sich dem zunutze machen. Das wird alles nicht so gut enden. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Mein Bauchi ist nervösi. Weiß ich nicht, ob ich das so toll finde. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter, du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Ich traue diesem Kerl nicht. Ich glaube, da sollte man auch niemandem trauen. Mieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Alter, die Immersion von diesem Spiel ist so krass. Auch wie die Menschen hier sich gerade vom Regen in Sicherheit bringen. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür?
Damit es Hugo noch schlechter geht? Guck mal, wie der jetzt auch rennt. Er versteht wegen dem Regen. Von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Der will nur schnell nach Hause Fußball gucken. Leider haben wir zurzeit viel zu wenig solcher Spieler, meiner Meinung nach. Es ist auch schwer, noch ein Spiel mit so einem Level zu machen. Oh, guck mal. Guck mal. Die Partystimmung ist vorbei. Na, was hast du gemacht? Irgendjemanden falsch angeschaut? In der Öffentlichkeit gepupst? Alle verschwunden. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? Weiß nicht, da hat's gestunken. Hoffentlich dauert es nicht lang. So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Alles klar. Bist du bereit? Nee. Ja, gehen wir. Komm, Ratten nicht immer mit Gestank einher. Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich, ist klar. Schon absurd, was wir... Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet, habt ihr was verpasst. So in uns rein stopfen. Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Überall Blut am Boden. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, Mama. Oh, da ist ein Aufstand. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Arl. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verschweigt ihr uns? Gab es Tote? Wo sollen wir denn bitte hin? Da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Von welcher Seitengasse redet er denn? Wie kommen wir da rein? Ah, hier. Warte. Ich glaube. Ja. Kluger Junge. Hier lang, Amicia. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Nicht nachdenken und nicht atmen. Oh nein, 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 nein! Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden.
Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Ich muss kotzen. Wenn ihr nicht ausrutschen. Jemals vorhattet, darüber nachzudenken, vegetarisch zu werden, dann solltet ihr euch diese Szene hier mit dem, was ihr hier gerade seht, auf einem sehr großen 4K-Fernseher geben und ganz genau hinschauen. Es wird euch ungemein dabei helfen, vegetarisch zu werden. Es hilft mir ungemein mit meinem eigenen Wohlergehen, die Stiefel sind ruiniert, zu wissen, dass Schlachtabfälle actually wirklich genauso widerlich aussehen, aber dass ich das nicht in meinen Körper schütte und deswegen kann ich es mir angucken und sagen, bah, ist das widerlich, und mein Beileid für alle, die der sich Boden dem aussetzen. Ist voller Blut. Ich bin's die nicht. Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Warhammer Nörgel so, aber das, da entstehen Maden und neue Insekten, neues Leben. Ja, aber ich versuche auch nicht Nörgel zu gefallen. Ich kann mir den Geruch vorstellen. Ja. Auf jeden Fall, Milchindustrie ist auch Katastrophe. Absolute Katastrophe. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Und da sind sie. Oh nein, nein, nicht schon wieder. Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es, sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja, ja. Hörst du das? Hier sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Nein, aber da hinten ist Essen. Wir sind im Schlachtviertel. Los. So, mal nachsehen. Okay. Das alleine hat nicht gereicht an Essen. Na gut. Dann wird es jetzt auch noch mal hier sowas geben. Sie wollen das Fleisch. Sie müssen sich bewegen. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. Himmel, sie sind überall. Oh, lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? So, ich weiß halt noch nicht genau. Ah, wir müssen da hinten Platz machen für Essen quasi. Damit wir das... Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Jawohl, und jetzt alles wollen klar. Wir... Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Genau, und wenn wir das jetzt machen, dann müsste sich der Kreis an Ratten eigentlich gleich da nach rüber bewegen. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Jawohl. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein.
Nice. Und hier haben wir noch eine Truhe mit noch mehr Sachen. Geil. Das Game betreibt eigenes Backseat Gaming. Ja, das finde ich aber auch nicht schlimm. Also, es geht ja bei dem Spiel um ein gemütliches Entdecken und um vor allem die Storyline und nicht so hart darum, dass es jetzt das Schwerste aller Zeiten ist. Boah, ey, wirklich, das ist so ein richtiges Ist-keine-Tiere-mehr-Spiel, oder? Also, oder anders gesprochen, lass es mich mal anders fragen, weil ich bin ja generell schon von dem Schlachtprozess von Tieren angewidert. Einfach mal so grundlegend erstmal, bitte lieber Chat, seid höflich und nett und greift keine Leute jetzt an. Ich möchte sowas nicht sehen. Aber was mich echt interessieren würde, ich weiß ja, dass ich in der Community viele Leute habe, die immer noch ganz normal Fleisch essen. Wenn ihr solche Szenen seht, also überall diese toten, ausgeweideten, blutigen Tiere, die irgendwie so herhängen und ausgeweidet und ausgeräumt werden und Schweineköpfe und Gedärme und so weiter. Macht das was mit euch? Also ist das etwas, wo ihr sagt, okay, boah, jetzt ist echt, das ist echt ekelhaft, das ist, boah, mir vergeht die Lust nach Fleisch? Oder seid ihr so hart wie der eine Dude, der im Chat geschrieben hat, ich esse jetzt weiter meinen Döner? Sie haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott. Das war so knapp. Mich stört das nicht, leider. Nein, nein. Es ist ein Spiel. Ja, schon, aber ist jetzt nicht so ein Problem. Warum hat er angegriffen? Ein Schlachtersohn, kein Problem. Eigentlich nichts. Ich bin in relativ jungen Jahren durch das Gerberviertel in Marrakesch gegangen, esse trotzdem Fleisch. Juckt gar nicht. Ja, weißt du, was ich esse? Nicht in dem Spiel, aber wenn ich mir eine Doku oder so anschauen würde, dann ja. Nö, ich pulle ja auch die schimmligen Trauben aus und werf sie weg. Ich war mal direkt gleich in einer Schlachterei von Bolzenschluss bis zur Ausschlachtung und Verpackung in meiner Ausbildung, seitdem bestmöglich vegan, außer Medikamente. Ja, ist ziemlich ekelhaft, aber ich denke immer, dass sie schon tot sind. Nur ist ein Spiel. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, deswegen bin ich da auch etwas abgehärtet. Nö, ist egal, wir haben früher jedes Jahr geschlachtet auf unserem Hof, das sah dann auch so aus. Krass! Ja, super, also super interessant. Vielen lieben Dank, dass ihr eure Erfahrungen da teilt. Ich habe ja auch mein ganzes Leben lang Fleisch gegessen. Ich hatte immer wieder so Phasen als Jugendliche, wo ich damit aufgehört habe, aber unter Druck der Familie dann halt wieder nachgegeben und wieder Fleisch gegessen habe, weil ich auch aus so einer Familie komme, die mal gesagt hat, du brauchst Fleisch für eine gesunde Ernährung und das wird gegessen, was auf dem Teller liegt. Also meine Familie ist da super klassisch. Aber mittlerweile, also wenn ich solche Sachen sehe oder so tote Tiere oder sowas sehe, mir stellt sich echt alle Rückenhaare auf dabei. Ich tue mir da total schwer, da eine Distanz dazu zu finden, auch in Spielen. Also ich finde es nicht schlimm so. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es so dargestellt wird. Aber ich rette mich mit meinem eigenen Kopf auch extrem in diese Vorstellung rein zu sagen, ja, das ist jetzt in einem Spiel, das passt für die Storyline des Spiels. Ich bin froh, dass ich sowas nicht in der realen Welt verantworte. So. Und dann geht das für mich ganz gut. Aber finde ich super, super krass, dass viele von euch da so krass differenzieren können. Ne? Sieh nur, sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Scheiße! Nein, das hat sich wohl erledigt. Die Scheißnager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Hugo kann nicht warten. Dankeschön, Peter Rasmus, für die 6 Monate. Da hast du recht. Dankeschön, Dankeschön. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, alles klar. Schieß es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Wo zum Teufel kommt dieses Geräusch her? Mistratten! Haut ab! Der ist gar nicht so blöd, der Dude. Im Ernst? Schon wieder? Dann mal sehen. Sollten sich die Ratten nicht mega krass auf den drauf schmeißen gerade? Nix, schon wieder. Oder sind die noch hungrig? Noch satt. Lasst mich durch, Drecksviecher!
Ich glaube, wir haben hier einen kleinen Bug gefunden. Brothers. Und schon wieder. Sollte lieber nachsehen. Halt! Ihr habt denn, denkt ihr, ihr seid jetzt sicher vor mir? Ich fühle mich extrem sicher vor dir, weil zwischen uns sind Ratten. Ja, ich weiß, dass das Feuer löschen kann. Das haben wir leider schon rausgefunden. Also ich versuche jetzt einfach einmal, dieses Feuer wieder zu entfachen. Und dann das nochmal neu zu löschen, damit damit vielleicht der Toolchip weggeht. Okay, aber so können wir einfach neu starten. Ich habe noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Ja, neu gestartet Befehl ist Befehl. Ja, aber das ist doch kein RIP, Leute. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott. Das war so knapp. Das ist doch kein RIP. Ich kann doch nichts dafür, weil ich einen Bug gefunden habe. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Man kann Tode zurücknehmen. Wow. Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Nein! Scheiße! Naja, das hat sich wohl erledigt. Die Scheiße. Henry, ihr Bugfix zur Restart. Ja, ich hoffe auch, dass wir das dadurch gleich schaffen. Wir oder sie. Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachschub. Ob Bug oder nicht, RIP ist RIP. Wow, wie frecht. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen. Dankeschön, Skynet, her. Für die 20 das Monate. Reichen, ganz viel Spaß dabei. Dankeschön. Alles klar. Fertig. Okay. Jetzt schießt es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Ja, diesmal hat es geklappt. Mein Gott. Tja. Wir standen ein bisschen schief da vorhin. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem. Verstörend. Ja. War vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Runter, da ist noch einer. Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr verdammte Ratten. Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Lasst uns raus! Die Ratten kommen! Was kommt? Miss Wolf verdient. Keine Zeit für Gewissensbiss. Hugo wartet. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Boah. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Es ist nicht dumm, es ist grausam. Grausam ist das Wort, das wir suchen. Danke für den Raid. Hallo, liebes Grey. Hallöchen an alle. Hallo, Lena. Hallo, Yannick. Ein wunderschönen, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Vielen lieben Dank für den Raid. Hallo an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir spielen gerade A Plague Tale Requiem. Das ist der zweite Teil. Ihr müsst den ersten Teil aber nicht gesehen haben, um zu verstehen, worum es geht. Wir sind drei Kinder. Eins ist gerade nicht da. Aber grundsätzlich, es geht um Amicia und ihren kleinen Bruder, der eine besondere Fähigkeit hat. Es ist mir vom Leib, klar. In der Zeit der Pest quasi in Zentraleuropa. Es ist gemischt mit ein bisschen Fantasy und ein bisschen Magie. Aber prinzipiell geht es um den Aufstieg des schwarzen Todes, der Pest in Europa. Wir sind im alten Frankreich gerade und in der Welt, in der wir sind, sind Ratten eine riesige, ein bisschen, wie man sich das vorstellt, magische, alles zerfressende, in der Dunkelheit kommende Lawine des Todes. Und die Pest gibt's auch. Und sie töten Menschen. Also so wie man sich das wirklich auch früher vorgestellt hat, dass quasi die Ratten diese Krankheit mit sich gebracht und ganze Dörfer verschlungen haben. Das Spiel ist unfassbar immersiv. Hat eine wunderschöne Story. Es macht sehr viel Spaß zum Spielen. Es ist sehr bedrückend. Es ist sehr widerlich. Wir haben sehr viele
Szenen von Blut und Eingeweiden und Leichen und toten Tieren. Also einfach eine Triggerwarnung an der Stelle. Wenn du gerade heute vorhattest, Chili zu kochen oder Gulasch zu machen, dann könnte es sein, dass dieses Spiel deine Begeisterung für Gulasch heute ein bisschen mindert. Einfach nur, um es einmal angesprochen zu haben. Es macht aber wirklich super, super viel Spaß. Ja, es ist sehr, sehr schön. Wenn ihr Bock drauf habt, dann lehnt euch gern zurück und genießt eine wundervolle Storyline. Gerade versuchen wir, aus dieser Stadt rauszukommen, um zu einem zum Kräuterkundler zu kommen, weil wir Nachtschattengewächs brauchen, weil unser kleiner Bruder erkrankt ist und bei dem gerade ein Alchemist ist, der versucht, ihn zu heilen. Und wir versuchen, durch das Fleischerviertel nach draußen zu kommen, das gerade von dem Burgherren oder dem Ortsherren quasi hier isoliert und von seinen Soldaten im Endeffekt als Köder benutzt wird für die Rattenplage, inklusive der Menschen, die hier drinnen einfach zum Sterben eingesperrt und zurückgelassen werden. Und wir versuchen, hier durchaus rauszukommen, um Kräuter zu bekommen. Das ist gerade der Punkt, an dem wir sind. Jawohl, that's the point. Ratatouille. Also hier unten haben wir halt auch so ein Dingsi-Bumsi, ne? Das hat nicht funktioniert. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Es ist ein bisschen brutal. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Vaudan. Wofür, Amicia? Absolut, absolut ausführlich erklärt, keine Fragen mehr. Ja. Ach, okay, das ist auch noch mehr Salpeter quasi, aber das brauchen wir gerade gar nicht, weil wir haben den ja schon getötet, den Dude. Das Stadttor. Endlich. Denk dran, Männer. Bleibt im Licht. Um jeden Preis. Oh nein. Sie verlassen die Stadt und der Kräuterkundler. Sagt nicht, dass sie auch die Vororte säubern wollen. Verdammt. Hey, ganz ruhig. Wir sind bestimmt schneller als die. Das hört nie. Wie kommst du auf die Idee, dass wir schneller sind als die? Ich glaube nicht, dass wir schneller sind als die. Oh, das ist eine besonders schicke Truhe. Mit einer Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Krasse Scheiße, die wir hier bekommen haben. Jawohl. Soldaten. Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Wo warst du, als ich damals in der Schule Inhaltsangaben schreiben musste? Ein Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Tschüss, Lena. Ein Top-Extinguis. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Vielleicht haben sie was übersehen. Na dann, viel Glück. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Komm. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Ich meine, das Schöne an der Geschichte ist ja, man kann dem Spiel nicht vorwerfen, dass es... Das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. So, lass auf mein Kommando los. Jetzt, los! Ich komme! Ach, wir müssen hier lang rennen. Komm schon, schneller! Bin direkt hinter dir. Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr weit sein. So still hier. Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Wo sind sie? Das sollten wir unbedingt ausnutzen. Also,
um an dieser Stelle nochmal anzuschließen oder anzufangen, wo ich aufgehört habe. Man kann dem Spiel zumindest nicht vorwerfen, dass es Speziesismus betreibt, weil genauso brutal und widerlich, wie es mit den Tieren umgeht, die man da sieht, geht es auch mit Menschen um. Also, all good. Ich weiß nicht, ob ich ein Gewitter so gut finde. Wurde vor kurzem noch benutzt. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Guck sie dir gleich mal an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Ah, Ratten können aber auch schwimmen. Also so sicher ist die Insel auch nicht. Auch das ist wahr. Okay, wir können unsere Schleuder verbessern. Dann macht sie weniger Lärm. Das klingt sehr, sehr gut, weil wir die Schleuder offensichtlich doch sehr, sehr viel nutzen. Durch das Annähern neuer Taschen kann man zu der Emission tragen. Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel ermöglicht es mir, einen zusätzlichen Topf zu tragen. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich bei Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pyrit und Bolzen. Das will ich haben. Und mehr kann ich gerade eh noch nicht bauen. Schon besser. Praktisch. Aber das ist ja schon mal was. Bist du soweit? Ja. Gehen wir. Nee, ich bin eigentlich noch nicht so weit. Hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Erstochen. Vermutlich Soldaten. Na super. Das ist ja alles wundervoll. Echt jetzt? Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch. Mauern bringen gar nichts. Sie riechen die Kadaver. Ja, sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Kein Problem, die Ratten werden es uns sagen. Hey! Nein! Pass auf! Das kam überraschend. Der Dreckskerl. Die sind wir noch nicht los. Das muss aufhören. Okay. Jut. Jut. Okay. Na komm, wo ist der verdammte Nachtschatten? Ich weiß, es ist die Hölle. Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen im Licht bleiben. Sammler, nehmt nur mit, was die Garnison braucht. Essen und Waffen. Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Das ist die Alte, die du ermordet hast. Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Er war sowieso im Weg. Elende Viecher. Oh! Ich bin vorsichtig genug. Ekelhafte Mistviecher. Völlig abgemerkt. Rednado. Der Graf hätte dem Wolf keine Macht geben dürfen. Wir wissen nicht mal, ob die Leute, die wir töten, noch krank sind. Soll das nur enden? Der Wolf ergreift Maßnahmen, die wir brauchen, sonst bricht Panik aus. Ich weiß. Who the fuck ist der Wolf? Tja, es tut mir so leid, aber es bietet sich an, dass ihr leider im Weg seid. Bitte.
Ich habe nichts getan. Ich halte mich lediglich an die uns aufgegebenen Aufgaben. Und die waren halt wirklich im Weg. Also das hatte wirklich auch gar nichts Persönliches als Hintergrund. I swear. Wir kommen halt leider aus dieser Perspektive nicht an dieses Fleischstück. Kommen wir von hier ran? Nee. Ja, ja, natürlich. Ja, war auf jeden Fall so. Also, das war nochmal das Teil. Das zieht die, glaube ich, auch an, ne? Achso, nee, nee, das löscht nur Feuer. Und sieht krass aus. Ich komme da halt nicht ran. Das ist halt... Es muss irgendeinen anderen Weg geben, wie wir da rankommen. Ich glaube, ich muss hier auch erstmal wieder Feuer machen. Der Kleine kann nämlich wesentlich weiter reingehen, als wir es können. Uns erwischen die Ratten dabei schon. Und wir haben jetzt durch das Feuer... Ah, ich hätte die Dudes auch rüberlocken können, you see. Ich hätte dagegen aufs Metall, also ich hätte aufs Metall schießen können hinten. Dann wären die zwei aufgestanden, wären hinten hingegangen und dann hätte ich auf diesen Sack schießen können und hätte damit das Feuer gelöscht, ohne mir hier das Feuer zu löschen. Das wäre die smoothere Lösung gewesen. Und dann hätte ich es jetzt nicht neu anzünden müssen. Das war der Fehler, den ich gemacht habe. Aber das ist ja nicht schlimm. Das war also mal eine Kirche. Okay, uns gehen halt langsam die Ressourcen aus, wenn wir das alles so machen. Hör mal, es war ein verdammt langer Tag und mein Schwert ist noch warm. Also, wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Wir müssen warten, bis das Feuer dabei ist. Ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkundler, bleib stehen. Bald seid ihr alle krank. Und wenn ihr sterbt, werde ich lachen. Halt! Auf die Knie, jetzt! Er wird ihn umbringen. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Nein! Drecks. Ich wusste es. Ich war mir schon ziemlich sicher, dass es passieren wird. Aber der Stress hat mich gestresst. Also den Stress, der von meinem Bruder, meinem Kollegen da gerade ausging. Ich muss halt warten, bis er an das Feuer rankommt. Und damit kann ich es halt verhindern, dass er stirbt. Ich darf mich nicht so stressen lassen von dem Tod. Kräuterkundler war auch im Weg. Nein, Kräuterkundler war natürlich nicht im Weg. Ja, ja, macht euch nur über mich lustig. Im Endeffekt bin ich auch nur bemüht. War mal... Warum... Ihr seid erledigt! Verdammt!
Okay. Da! Okay. Oh Gott. Ihr wollt mich anknabbern, habe ich recht? Könnte diese Leute... Dann schau nicht hin, ganz einfach. Das ist nicht das Werk der Ratten. Das war dir. Ihr habt sie ermordet. Ich will meine Frau sehen. Hör mal, es war ein verdammt langer Tag und mein Schwert ist noch warm. Also... Wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Ich soll euch helfen? Ach, ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkundler, bleib stehen. Bald seid ihr alle krank. Und wenn ihr sterbt, werde ich lachen. Halt! Auf die Knie! Jetzt! Er wird ihn umbringen. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Kniet ihr doch nieder, wenn ihr Hilfe wollt. Jetzt bist du zu weit gegangen. Könnt es ja versuchen, aber ihr kriegt mich. Nein, Dreckskerl. Verdammter Dreckskerl. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Okay. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Das heißt, wir hätten den gar nicht retten können. So kannst du nicht weitermachen. Wie denn? Dank diesen Mistkerlen geht's Ygon nur noch schlechter. Ja, was heißt bloß nicht helfen? Ich hätte nicht helfen können. Ach komm, ich wollte das eigentlich. Ich glaube, das war's. Ja, du hast sie alle getötet. Denen weint keiner nach. Ach! Da waren noch Ratten auf mir. Ah! Oh. Die waren noch auf mir. Das habe ich nicht gesehen. Was ist los? Ist es euch zu hell hier? Naja, der Dude, der kleine Junge, wird als Alchemist ausgebildet. Das ergibt schon Sinn, dass er diese Dinge kennt. Und weiß. Das hat niemand gesehen. Diesmal gehen wir auf Nummer sicher. Du hast sie alle getötet. Denen war keiner. Oh, ist verriegelt. Ganz ruhig. Die Mauer ist uralt. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, mal sehen. Mir nach. Jawohl, okay, hat geklappt. Gut, wir sind wohl erstmal sicher. Ja, dank mir. Du hättest sie nicht alle töten müssen. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen. Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Warum hängen hier tote fucking Vögel von den Bäumen? Why? Also hat das irgendeinen Hintergrund, warum das gemacht wird?